Bald. Ja, danke. Ah. Ja. Geht's weiter? Also, Bernd und Hilla Becher, das ist eine von einer Industrieanlage in Niederbreisach. Sie sind ja schon wieder beim falschen Bild. Zurück. Da, jetzt. Jetzt, gut, okay. Also, Bernd und Hilla Becher, Niederbreisach im Rheinland-Pfalz. Und das ist nur ein Beispiel von Hunderten von solchen dokumentierenden Architekturfotos, hier eigentlich von Monumenten der Montanindustrie. Also, diese Fotos sind nicht Fotos von Seinen, sondern von Gewesenem. Dokumente der Industriearchäologie. Und so waren sie wohl auch gemeint, denn die Bechers wussten sehr wohl, dass sie etwas dokumentierten, was in Schwinden war. Die Zeugen der Montanindustrie. Bemerkenswert ist, dass viele Fotos moderner Architektur, also von Gebäuden, die nicht durch die technologische Obsoleszenz gezeichnet sind, heute ebenso als Dokumente von Gewesenem erscheinen. Dabei konnte man eine ganz andere ursprüngliche Zusammengehörigkeit von Architektur und Fotografie in der Moderne unterstellen. Architektur und Fotografie trafen sich für eine von heute aus gesehen relativ kurze Periode eben in der Aura der Modernität. Hatte das Bauhaus am Beginn der Architekturmoderne wohl erstmalig in der Geschichte der Architektur alle Vergangenheit hinter sich gelassen, hatte es auf klare Linien, auf Funktionalität, auf rational-industrielles Bauen gesetzt, so trafen sich diese Linien mit der Fotografie, die sich nämlich zu eben dieser Zeit aus ihrer Abhängigkeit von anderen Künsten, insbesondere der Malerei, gelöst hatte. Kein Piktoralismus mehr, keine Genreszenen, keine Staffage, sondern klar und deutlich zeigen, was ist. Heute ist es wirklich schwer, zwischen Architekturentwicklung der 20er und 30er Jahre und ihrer Präsentation in der damaligen Schwarz-Weiß-Fotografie zu unterscheiden. Man glaubt, dass das, was die Fotografen oder die Architekten wollten, im Grunde dasselbe war. Einfache Formen, klare Anblicke, Rationalität und Funktionalität. Dass dieser Schein trügt, darüber muss man sich von der Kunst- und Designhistorikerin Gerda Breuer belehren lassen. Sie stellt fest, dass Gropius sich auf, Zitat, Abbilder äußerer Bauerscheinungen konzentrierte und Fotos zur propagandistischen Durchsetzung von Architektur einsetzte. Breuer macht deutlich, welche Mühe Lucia Maholi mit dem Auftrag hatte, das Dessauer Bauhaus, jetzt das zeigen, das Dessauer Bauhaus, ja, danke. Breuer macht deutlich, welche Mühe Lucia Maholi mit dem Auftrag hatte, das Dessauer Bauhaus in seiner architekturalen Struktur fotografisch zu präsentieren. Denn, so schreibt Breuer, Zitat, zur Programmatik der Architekturmoderne gehört, dass der Bau vor dem Bild kommt, der Bau vor dem Bild, dass er sich von innen heraus aus dem Grund und nicht dem Aufriss aus seinen Funktionen, seinen Konstruktionen entwickelt und nicht maßgeblich von seinem äußeren Erscheinungsbild gedacht ist. Dass der Kern folglich Vorrang vor der Hülle hat, ja das Bild vom Bau quasi ein Derivat seiner konstitutiven baulichen Eigenschaften ist. Zitat Ende. Also das war Frau Breuer in Bezug auf Gropius. Diese Feststellungen sind so ernüchternd, dass man sich nach einem anderen Grund für die enge Beziehung von moderner Architektur und Fotografie umsehen muss. Ich finde diesen Grund in der Entwicklung der Architektur als Profession. Die Ursache dieser Beziehung von Architektur und Fotografie liegt nämlich nicht so sehr auf Seiten der Gegenstände als auf Seiten der Architekten. Und erst in der Folge davon haben Produkte moderner Architektur eine intrinsische Beziehung zur Fotografie. Der Beruf des modernen Architekten
der nicht mehr in eine Institution eingebunden ist, sondern als Unternehmer auftritt, verlangt, dass er sich durch seine Werke ausweist. Das kann aber, wenn er nicht nur regional tätig ist, und die großen Architekten sind heute alle global, nicht mehr durch die Werke selbst geschehen, sondern nur durch ihre Repräsentation im Bild. Der Architekt baut seine Reputation mittels der Fotos auf, die von seinen Werken gemacht werden. Deren Verbreitung in Bildbänden, in Architekturzeitschriften, in den Feuilletons der Tageszeitungen stattfindet. Nanni Balzer weist in ihrem Beitrag zum Katalog der 9. Internationalen Architekturbiennale in Venedig darauf hin, dass viele Architekten deshalb eine feste Kooperation mit bedeutenden Fotografen eingegangen sind. In dieser Kooperation vollendet sich ihr Werk. Sie zitiert Jacques Herzog mit dem Ausspruch "Tout au monde existe pour aboutir au livre". Das heißt also, die ganze Welt existiert, um schließlich sozusagen mit dem Buch ins Ziel zu kommen. Der bedeutende Architekturfotograf Julius Schulman nennt als das endgültige Ergebnis der Architektur geradezu das Foto. Ich zitiere Schulman: wenn das endgültige Ergebnis erreicht und das Bauwerk Foto fertig ist, ist der Zeitpunkt gekommen, es den Medien zu präsentieren. Sein historischer Wert wird dann ebenso beurteilt wie der Marktwert. Zitat Ende. Bitte, ich zeige Ihnen jetzt mal das nächste Bild. Dieser Schulman, von dem das Zitat kam, ist ja ein bedeutender Architekturfotograf. Warten mal, da ist bei mir was davor jetzt. Ich kann das Bild mal gucken, ob das funktioniert. Ja, jetzt sehe ich da. Ja, dies ist ja alles richtig. Gut. Typisches Bild von dem Schulman, was ich hier zeige. Die professionelle Notwendigkeit des Architekten, sich durch Fotos zu präsentieren, betrifft aber nicht nur das fertige Bauwerk, sondern strukturiert bereits das ganze Vorfeld von Entwurf und Akquisition bis hin in die Abbildung. Die spielt neben der Zeichnung und heute auch der Computersimulation allerdings auch das Modell eine Rolle. Doch auch die Modelle gehen, obgleich sie durch die Dreidimensionalität eine nähere Beziehung zum fertigen Bauwerk haben, dieselbe Richtung wie das Foto. Es geht nämlich auch bei ihnen darum, das geplante und später das fertige Gebäude visuell zu präsentieren. Damit haben wir wohl den Kern der Sache berührt. Architektur wird als visuelle Kunst betrachtet und deshalb scheint ihre Darstellung in visuellen Medien die angemessene Form ihrer öffentlichen Präsenz zu sein. Doch genau das muss in Frage gestellt werden, nämlich ob es die zentrale Aufgabe der Architektur ist, Anblicke zu produzieren. Erst wenn das in Frage gestellt ist, wird die Architekturfotografie eigentlich interessant, nämlich wenn sie mit etwas ringt, wenn sie mit etwas darstellen muss an Architektur, was man eigentlich nicht sieht. Kann man das einfach mal dunkel schalten, das Bild wegnehmen, oder wollen Sie das noch behalten? Ist natürlich toll. Los Angeles, eine Villa oberhalb von Los Angeles. Lass es lieber, weil nachher... Klar. Ist ja auch ein schönes Foto. Dass einige Fotografen diese Aufgabe erkannt haben, zeigen die zitierten Sätze von Gerda Breuer und Nanni Balzer. Doch das Gros der Architekturfotografen folgt den klassischen Maximen, wie sie etwa bei Schulman zu finden sind. Danach ist das Produkt von Architektur wie eine Großskulptur zu betrachten, die in ihrer Form und ihren Konturen möglichst deutlich im Foto herauskommen soll. Es sind deshalb die Maximen, ich zitiere jetzt nochmal Schulman aus seinem Buch Architecture and Photography: Es muss unter möglichst optimalen Bedingungen fotografiert werden. Es gilt, den gesamten Entwurf klar hervortreten zu lassen.
Daraus folgt dann, dass man die günstigsten Witterungsbedingungen wählt, einen Lichteinfall, der die Konturen des Gebäudes deutlich artikuliert, dass man notfalls das Objekt künstlich ausleuchtet, dass man insbesondere bis auf die klassische Zentralperspektive alles vermeidet, was sich im Bild als subjektive Sichtweise niederschlagen könnte. Besonders müssen die Horizontalen gewahrt bleiben und keine kippenden Linien auftreten. Da es in dieser Fotografie letztlich auf die Präsentation des Gebäudes als solchen ankommt, sucht der Fotograf die freie Sicht auf das Objekt. Und er schafft sie oder retuschiert sie am Ende und retuschiert am Ende die störende Staffage. Als solche gelten auch die Menschen, also die Besucher oder die Bewohner der Gebäude. Sie wirken bei diesen normalen Architekturfotos wie eine Art Zubehör, ein Ausstattungsstück und unterscheiden sich kaum von den Figürchen, mit denen der Architekt seine Modelle neben Bäumchen und Rasenimitationen drapiert. Da der Blick des Betrachters im Bild auf die Architektur als Gegenstand gerichtet ist, wirken die Menschen darin wie Schaufensterpuppen in der Auslage sind. Dafür ist es ganz gut, dass wir das Bild nochmal sehen, nicht? Wie Schaufensterpuppen in der Auslage. So, jetzt gehe ich zur Kritik über. Es gibt einen zweijährlich ausgelobten europäischen Preis für Architekturfotografie. Da die hier eingereichten Fotos nicht dem Zweck des Marketing für bestimmte Büros dienen, könnte man hoffen, bei den Preisträgern einen anderen Typ von Architekturfotografie zu finden, als den üblichen Standard entsprechenden, zumal die jeweiligen Auslobungen eine thematische Bildung und deshalb auch Einbindung der Architektur in andere Kontexte und Sichtweisen vorschreiben. Doch das ist nicht der Fall. Selbst im Jahre 1995, als das Thema Mensch und Architektur war, erhielten die ersten Preise Petra Steiner und Grit Dörre für Fotos von Containersiedlungen. Darin zeigten sie aber keineswegs das Leben in oder um die Container, sondern stellten einfach eine Bewohnerin, stämmig und mit verschränkten Armen, quasi im Porträtformat davor. Eine Beziehung zu den Bauten oder zur Umgebung, und sei es auch eine negative, enthält das Bild nicht. Andere im selben Wettbewerb zeigen Menschen mit inszenierten Gesten, in denen sie auf bestimmte Eigentümlichkeiten der Architektur hinweisen. So, wenn Nachbarn von Balkon zu Balkon entstehender Gebäude demonstrativ sich Bierflaschen zureichen. Ephemeres ist auf den Bildern nicht zu sehen. Insignien, die auf Tages- und Jahreszeit deuten, fehlen. Im Begleittext des entsprechenden Bandes bemerkt der Autor Heinrich Klotz zu den Fotos, die er in einem Buch über europäische Architektur fand, sie seien bemüht, Zitat, eine freie Szenerie zu gewinnen, um das Bauwerk möglichst ungestört zur Wirkung zu bringen. Die Innenräume sind leer gefegt und die Plätze von den Fassaden unberührt von des Menschen Fuß. Da stehen Bauten, wie man sie nie gesehen hat, als stünden sie hinter Glas, Zitat Ende. Die darin enthaltene Kritik hatte ja offenbar zu der Ausschreibung Mensch und Architektur geführt, wenngleich ohne Erfolg. Der entscheidende Punkt besteht darin, dass die Beziehung von Mensch und Architektur nicht dadurch ins Bild kommt, dass man neben oder auf in den Gebäuden auch noch Menschen platziert, sondern dadurch, dass es einem gelingt, die Erfahrung, die man als anwesender Mensch in der Nähe oder in architekturalen Gebilden hat, ins Bild zu bringen. Sei dies nun durch Figuren, durch die man sich in die Szene einleben kann, sei es auch durch die Sichtweise, die diese Erfahrung nachvollziehbar macht. Das setzt aber eine grundsätzliche Kritik der Auffassung von Architektur als visueller Kunst voraus. Diese Kritik ist von dem finnischen Architekten und Architekturtheoretiker Juhani Palasma in seinem Aufsatz The Eyes and the Skin, Architecture and the Senses, also die Augen und die Haut, Architektur und die Sinne,
im Rahmen einer Kritik des europäischen Okularzentrismus vorgenommen worden. Er meint, dass nicht nur die Darstellung der Architektur, sondern die Architektur selbst dieser Dominanz des Sehens verfallen sei und versucht im Gegenzug die Bedeutung der anderen Sinne und schließlich des Leibes im Ganzen und der Lebensformen zur Geltung zu bringen. Mit Gebäuden von Alba a Altos Villa Mairea versucht er, eine Wende in der Architektur aufzuzeigen. Bitte können Sie das Bild zeigen? Ja, das ist also diese Villa Mairea in Finnland. Jetzt Zitat. Doch bis vor kurzem, also Palasmaja, doch bis vor kurzem haben sich Architekturtheorie und Kritik beinahe ausschließlich mit dem Mechanismus des Sehens und mit visuellem Ausdruck beschäftigt. Zitat Ende. Neben der europacharakteristischen kulturellen Dominanz des Sehens sieht aber auch die Intensivierung dieses Vorgangs, die in unserer historischen Periode durch die Abhängigkeit von Technologieentwicklung und Marktgeschehen bewirkt wurden. Nochmal Palasma. Kunst und Architektur haben die psychologische Strategie einer sofortigen Überzeugungskraft aus der Werbung übernommen. Und Gebäude sind zu Imageprodukten ohne existenzielle Aufrichtigkeit geworden. Als eine Konsequenz daraus wird die Architektur zu einer retinalen Kunst des Auges. Doch dieser Wandel geht über eine bloße Dominanz des Visuellen hinaus. Anstatt eine situative körperliche Begegnung zu sein, ist die Architektur zu einer Kunst des gedruckten Bildes geworden, die durch den eiligen Blick oder die Kamera fixiert wird. Zitat Ende. Das war also alles noch Palasma. Damit hat Palasma zugleich formuliert, worauf es bei der Erfahrung von Architektur ankommt. Auf, wie er sagt, körperliche Begegnung. Noch nicht aber, wie das fotografisch eingeholt werden soll. Wenn man die Buchpräsentation des von ihm für das andere Bauen genannten Paradigmas, nämlich die Villa Mairea, anschaut, kann man vielleicht schon einiges ausmachen. Das Gebäude wird hier in verschiedenen Jahreszeiten gezeigt. Besonderer Wert wird auf die Materialität und Details gelegt. Das Zusammenspiel von künstlichem und natürlichem Licht wird auf dem Bild nicht verwischt. Das heißt, die Tageszeiten bleiben sichtbar. Ferner werden die eigens für den Band hergestellten farbigen Prachtbilder der Gegenwart, also in dem Buch, mit historischen Schwarz-Weiß-Bildern konfrontiert, die zumindest teilweise auch das Leben der ursprünglichen Bauherren und Besitzer sichtbar machen. Wegweisend dürfte hier ein Foto sein, auf dem man mit Mary Gillison und Iono Aalto, die im Rahmen der geöffneten Schiebewand des Wohnzimmers sitzen bzw. lehnen, hinaus auf Garten und Park blickt. So zeigen mal bitte das Bild, wie sie da stehen, die beiden, und sie lehnen da. Und also dieses Bild hat eine große Ähnlichkeit mit den Rückenbildern von Caspar David Friedrich. Also solche Figuren laden sozusagen sich mit den Personen, die man von hinten sieht, zu identifizieren und gewissermaßen ihrem Blick zu folgen. So. Also diese Art von Bildgestaltung, wohl durch Caspar David Friedrichs Mönch am Meer eingeführt, nimmt den Betrachter mit hinein in die eine Aussicht, die sich bietet, und lässt ihn auf diese Weise an den Erfahrungen der anwesenden Personen teilnehmen. Es ist charakteristisch, dass die Kritiker der üblichen Architekturfotografie ihre Alternativen gewissermaßen in einer anderen Klasse suchen, nämlich in der künstlerischen Fotografie, also bei solchen Fotografen, denen zwar Architektur Bildgegenstand sein kann, deren Fotos jedoch nicht die Funktion von Repräsentation und Werbung haben, gemeinhin der Architekturfotografie dient. Gerda Breuer bezieht sich auf eine Serie von Fotos, die Thomas Ruff zum Katalog über Mies van der Rohe in Berlin beigetragen hat, wie auf Fotos von Gebäuden
der Schweizer Architekten Herzog und Dümmeron, die auf der Biennale in Venedig 1991 gezeigt wurden. Rustfotos, jedenfalls diese, zeichnen sich einerseits durch ihre atmosphärische Wahrnehmung einladende Unschärfe aus, andererseits dadurch, dass sie am Computer bearbeitet sind. Ruff betont, dass es ihm eigentlich nicht darauf ankomme, einen Gegenstand abzubilden. Ich zitiere Ruff: Mir geht es nicht in erster Linie um eine Phänomenologie des fotografischen Gegenstandes, sondern ums Bildermachen. Zitat Ende. Das ist natürlich wegen des Zitats, zeigt jetzt die Bilder von Ruff nicht. Diese Bemerkung könnte einen allerdings bezweifeln lassen, ob er ein Vorbild für die alternative Architekturfotografie abgeben kann. Denn diese sollte ja mehr phänomenologisch, also als die traditionelle Architekturfotografie sein. Letztere wollte quasi die visuelle Idee des Architekten wiedergeben. Und das heißt, unter Bereinigung von der sinnlich ephemeren Gegebenheit. Deshalb haben die klassischen Architekturfotos häufig etwas Surrealistisches. Und es ist ganz konsequent, wenn der Fotograf Gerald Zuckmann seine Fotografien direkt an den Modellen der Architekten, nicht den fertigen Bauten, gewann. Es ist wohl auch mehr das Moment der Unschärfe, des Verwischens bei einigen Bildern von Thomas Rupp, das sie zu Vorbildern einer neuen Architekturfotografie qualifiziert. Nanni Balzer spricht in ihrem bereits erwähnten Aufsatz über Atmospheric Architecture, Textural Photography, deshalb auch von einer Wiederkehr des Pikturalismus und einer neuen Romantik in der Fotografie. Sie findet sie neben Thomas Ruff auch bei Andreas Gursky und Luisa Lambri. Und natürlich auch bei Hiroshi Sugimoto. Hier, mein Liebling, jetzt zeigen wir den mal. Den nächsten. Na. Sugimoto hat innerhalb einer Reihe von dauerbelichteten Architekturfotos das wohl im Rückblick bedeutendste Bild der Twin Towers in Manhattan geschaffen. Ich nenne das das Bedeutendste, weil sozusagen das Ahnungsvolle dann drin ist in diesen Bildern, nicht? Es ist natürlich eins der letzten, es gibt diese Twin Towers nicht mehr. Sie erscheinen auf seinem Foto wie Schemen, bedrohlich in ihrer gespenstischen und doch so mächtig präsenten Anwesenheit. Diese Rückkehr der Aura wird von Nanni Balzer durch die Technik des Blurring, also der Unbestimmtheit, erreicht. Sie bezieht sich damit auf eine Bemerkung Herzogs, der das Unbestimmte, das Skizzenhafte in der Architektur, die Idee des Architekten viel besser zu kommunizieren erlaubt, als ein im Detail ausgeführtes Modell. Zitat, Herzogs Kommentar zum unmittelbaren Zusammenhang zwischen Unvollkommenheit und Aura gilt auch für die Fotografie. Doch das kann die ganze Wahrheit nicht sein. Also das letzte Zitat war auch nochmal hier von Lenny Balzer. So, jetzt komme ich zu dem Abschnitt der Raum, das Szenische und die Fotografie. Wenn wir davon ausgehen, dass die Aufgabe der Architektur ist, Räume zu gestalten oder sogar Räume zu schaffen, und zwar Räume für Menschen, dann verschwindet mit einem Mal die Selbstverständlichkeit, mit der man annimmt, dass Fotografie das ideale Medium sei, mit dem man vermitteln könne, was es mit einem bestimmten Beispiel von Architektur auf sich hat. Denn den Raum als solchen kann man nicht fotografieren. Das liegt nicht nur daran, dass die Fotografie zweidimensional ist, sondern auch daran, dass man auf dem Bild, das, was man auf dem Bild sieht, die Dinge, die Gebäude, ja nur Begrenzungen des Raumes sind oder Einzeichnungen in den Raum, nicht der Raum selbst. Ferner ist das, was man allenfalls vermittelt von Theorien, durch Theorien von Abbildung im Bild erfassen kann, nämlich den Raum als Medium von Darstellung,
Während was für die Beurteilung von Architektur eigentlich zählt, also nicht der Raum als Medium von Darstellung, sondern der Raum als Raum leiblicher Anwesenheit ist. Die beste Methode zur Erfahrung, was eine Architektur ist und wert ist, ist immer noch, sich in seine Nähe zu begeben oder in das Gebäude hineinzugehen, um zu erfahren, wie man sich darin fühlt. Der gestimmte Raum, also das Atmosphärische eines Gebäudes, kann im Bild immer nur indirekt mitgeteilt werden, nämlich durch die Elemente, die für die Erzeugung seiner Atmosphäre relevant sind. Die Mitteilung, die ein gutes Foto von Architektur macht, müsste damit eine indirekte Mitteilung sein. Das Foto sollte nicht primär eine Darstellung des Gebäudes sein, sondern vielmehr die Möglichkeiten schaffen, dass man am Foto selbst Erfahrungen macht, die man eigentlich in Anwesenheit oder an dem Gebäude machen sollte. Damit haben wir die Maxime für gute Architekturfotografie gefunden. Wie formulieren Sie in Analogie zu einer Feststellung, die Umberto Eco seinerzeit bezüglich der Aufgabe einer Zeichnung getroffen hat? Also, das Foto soll nicht Abbild einer Realität sein, sondern Vermittlung von Realitätserfahrung anhand von Signaturen. Als Signaturen sind dabei jene Elemente zu bezeichnen, sei es in der Realität oder sei es im Bild, die als Erzeugende für die charakteristische Atmosphäre eines Gebäudes verantwortlich sind. Von dieser Maxime her gesehen ist es nun nicht mehr verwunderlich, dass die Kritiker der klassischen Architekturfotografie als Alternativen gerade solche Bilder der künstlerischen Fotografie ausgewählt haben, deren primäre Absicht es gerade nicht war, ein Gebäude abzubilden. Die Architekturfotografie wird gerade dadurch zur Kunst, dass sie sich zur Aufgabe setzt, etwas Nicht-Darstellbares zur Darstellung zu bringen. Also der Raum nicht. Dieses Nicht-Darstellbare, für die Architekten aber gerade entscheidend ist der Raum leiblicher Anwesenheit. Der Raum ist kein Gegenstand, vielmehr der Hintergrund, der Horizont, eben der Spielraum, in dem Gegenstände erscheinen können. Er ist eigentlich das Nichts. Und was für seine Erfahrung entscheidend ist, er ist die Totale. Im Raum sein heißt rundherum vom Raum umgeben sein. Gerade diese Erfahrung ist im Foto nicht wiederzugeben, es sei denn indirekt, indem der Betrachter quasi als Avatar in den Raum der Darstellung, also in das Bild, hineingenommen wird. Genau diesen Effekt hatte Heinrich von Kleist in seiner Rezension zu Caspar David Friedrichs Mönch am Meer 1810 erstmalig auf den Begriff gebracht. Wie schwierig es ist, den Betrachter ins Bild hineinzuholen, zeigt gerade Gurskis fotografische Wiederholung, wenn er sie als solche überhaupt gedacht war. Nämlich Wiederholung von Friedrichs Mönch am Meer. Die Figur im Bild ist so sehr eine Figur, die man betrachtet, also es ist nicht so sehr eine, doch, es ist so sehr eine Figur, die man betrachtet, und es ist nicht wie bei dem Mönch am Meer, nämlich eine Figur, die das Meer betrachtet. Also ich hatte hier auch ein Foto von Gurski, wo man also einen leeren Flughafen sieht und da ist ein Mensch. Ja, aber es ist nicht so, dass man durch die Menschen hinweg den Raum sieht, ja, sondern man sieht den Menschen als kleines Würmchen da stehen. Also das heißt nicht gelohnt. Leider dürfte es sein, die Raumsuggestion, leichter dürfte es sein, die Raumsuggestionen architektonischer Elemente ins Bild zu bringen. Das mögen auskragende Träger sein, die die Weite des Raumes öffnen oder einschließende Elemente, die die Differenz von innen und außen setzen. Ferner wird umso besser, das Letzteres wird umso besser gelingen, wo das Einschließen nicht vollständig ist, sondern durch die Geste des Einschließens gerade das Draußen sichtbar werden lässt. Ebenso lassen sich Bewegungssituationen, die in der Realität etwa durch Wegführungen, durch den Schwung eines Treppengeländers oder eines Hausgiebels gegeben sind, im Bild an den entsprechenden Linien nachvollziehen, weil das Auge an ihnen im Bild wie in der Realität entlang wandert.
Wir können uns eine Linie nicht anders vorstellen, sagt Kant, als dass wir die Linie im Geiste ziehen. Um das charakteristische Beispiel der Bewegungssuggestion eines Baues wiederzugeben, das man in der Realität manchmal nur, indem man sich selbst für Weg zu einem Ganzen machen kann, empfiehlt sich gelegentlich ein Architekturfoto als Fotomontage. Diese Technik wird von Gursky in seinen Architekturfotos digital verfeinert und angewandt. Sie findet sich aber bereits in dem in 1920er Jahren beispielsweise in der Darstellung eines Kölner Büro- und Geschäftsbaus. Zeigen Sie das mal bitte. Also sehen Sie, das ist eine Fotomontage gemacht von Theresa Schmölz, Büro- und Geschäftshaus der Hotel Disch AG in Köln in den 20er Jahren. Und Sie sehen, was ich hier sage, dass also hier so die Bewegungssuggestionen von architektonischen Linien sehr spürbar sind. Nicht? Und natürlich ist es hier eine Fotomontage und im echten Foto würde es vielleicht nicht so drastisch sein wie hier. Verwandt sind auch Picassos Porträts, in denen er Anblicke eines Menschen aus verschiedenen Perspektiven in einem Bild vereint. Schwer dürfte es sein, durchs Foto in der Realität erfahrene Raumrichtungen zu vermitteln, weil nämlich die technisch bedingte perspektivische Raumrichtung des Fotos solche Richtungen konterkariert. Natürlich könnte man eine erfahrene Raumrichtung dadurch ins Bild bringen, dass man sie mit der perspektivischen Blickrichtung im Foto zusammentreffen lässt. Doch einerseits wird dadurch das Spannungsfeld verschiedener Raumrichtungen, die das Erleben des anwesenden Besuchers gerade ausmachen, einseitig zugunsten einer Richtung entschieden. Andererseits kann dieses Verfahren geradezu dysfunktional sein. Wenn man beispielsweise das Gefühl in gotischen Domen nach oben und ins Weite gerissen zu sein wiedergeben will, indem man die Kamera zur Decke richtet, so wird die perspektivische Verjüngung diese Erfahrung gerade nicht wiedergeben. Natürlich ist die Erfahrung eines Gebäudes auch maßgeblich durch die Anblicke bestimmt, die es bietet. Insofern bleibt der klassischen Architekturfotografie, die die Gebäude im Wesentlichen wie Großskulpturen behandelt, ihr Recht. Auch lässt sich auf Fotos, also optisch, sehr gut wiedergeben, die Funktion, die ein Gebäude als Konzentration seiner Umgebung ausüben mag. Für die Erfahrung des Besuchers oder Bewohners eines Gebäudes sind jedoch ebenso wichtig die Perspektiven, die ein Gebäude ermöglicht. In diesem Sinne ist es zu begrüßen, dass eine Fotografie innerhalb der Reihe zur europäischen Architekturfotografie eine Auszeichnung fand, die die Ausblicke aus einem Gebäude aus verschiedenen Etagen wiedergab, wohlgemerkt aus dem Interieur heraus fotografiert. Zeigen Sie das mal. Das ist auch so ein preisgekröntes Foto von einem. Also das ist schon interessant, nicht? Also dass der Fotograf hier eben sehr wohl das Interieur fotografiert, aber mit dem Ausblick nach draußen. Ja, also dieses sozusagen Raumschaffende der Architektur wird hier ins Bild gebracht. Die Ein- und Ausgänge eines Gebäudes, allgemeiner die Öffnungen, ferne die Durchblicke unter Arkanen oder vorspringenden Dächern sind für die Raumerfahrung entscheidend, weil sie die Anwesenheit am Ort jeweils in Beziehung zu dem umgebenden Raum setzen. Hier wird besonders deutlich, dass für die Erfahrung eines Gebäudes häufig nicht der Anblick des Gebäudes selbst, sondern seine Einbettung in die Umgebung entscheidend ist. Charakteristisches Beispiel dürfte das Kultur- und Kongresszentrum in Luzern KKL sein, als solches eigentlich nur ein schlichter Glaskasten, dessen weit ausladendes Dach es jedoch in Beziehung zum See und den hohen Bergen an dessen jeweiligen Ufer setzt. Der Architektur ist Jean Nouvel und das weit austragende Dach und unter dem Hindurchschauen entdeckt man quasi die Landschaft. Ich hätte Ihnen das Foto mitbringen sollen, ich habe das selber gemacht, nicht so lange als mein Desktop-Foto verwendet. Man könnte das bisherige vielleicht
durch die Forderung zusammenfassen, dass die Architekturfotografie zu zeigen habe, in welcher Weise ein Gebäude einen Ort im Raum schafft bzw. aus einem Ort heraus den Raum aufspannt. Dabei ist aber noch nicht vollständig beschrieben, was man mit Nanni Balzer als atmosphärische Fotografie zusammenfassen könnte. Es fehlt vor allem das zeitliche Moment, das Ephemere. Man wundert sich zu lesen, dass Walter Gropius darauf Wert gelegt hat, dass seine Fotos die Gebäude als wirklich existierende zeigten. Faktisch sind jene damals modernen Fotos der modernen Architektur aber eher geeignet, ihre Objekte als ewig Seiendes zu präsentieren, so wie sie gegebenenfalls bereits an den Modellen hätten gemacht werden können. Spuren der historischen Zeit fehlen fast ganz. Das Wetter erscheint da als ewig gutes Wetter optimaler Beleuchtung. Jahreszeitliches ist nicht zu sehen und zufällige Szenen spielen sich nicht ab. Doch dieses gerade Beiläufige gibt dem eher dauerhaften Gebäude das Flair, wirklich zu existieren. Allerdings kommt dadurch das Zufällige hinein, das Kontingente, und man fragt sich, ob auf diese Weise das, was ein Gebäude ausmacht, einem Menschen besser vermittelt werden kann, der nicht die Möglichkeit hatte, es durch leibliche Anwesenheit selbst kennenzulernen. Liefe diese Einbeziehung des Ephemeren nicht darauf hinaus, dass man anstelle der objektiven Darstellung der klassischen Architekturfotografie nun den subjektiven Blick des Fotografen favorisierte? Eine Alternative wäre, jahreszeitliche, tageszeitliche, witterungsmäßige Serien von dem betreffenden Gebäude zu machen, so wie der Maler Monet von der Kathedrale von Rouen 4 Gemälde schuf, die diese Kirche in den wechselnden Beleuchtungen eines Tages zeigen. Ähnliches ist in dem genannten Buch über die Villa Mairea für die verschiedenen jahreszeitlichen Erscheinungsweisen des Gebäudes zu sehen. Aber auch ohne das. Im Gegensatz zu der oben zitierten Kritik von Heinrich Klotz würden Architekturfotos, die das Ephemere einbeziehen, jeden verbauten. Ich habe kein Bild mehr. Haben Sie denn noch eins? Ich habe kein Bild mehr, aber ich höre Sie. Okay. Warte mal, ich tippe mal einfach. Moment. Hören Sie mich noch? Ups. Nee. Herr Böhme? Ah, Sie müssen Ihr Mikrofon wieder anstellen. Können Sie Ihr Mikrofon noch mal anstellen? Ah, Sabine? Ja. Wieder da, ja? Ja. Wieder da. Ich höre okay. Hören Sie wieder, ja. Okay. Also, ich hatte jetzt die Kathedrale von Rouen erwähnt, also als vielfach Gemälde von Monet. Ähnliches ist in dem genannten Buch über die Villa Mairea für die verschiedenen jahreszeitlichen Erscheinungsweisen des Gebäudes zu sehen. Aber auch ohne das. Im Gegensatz zu der oben zitierten Kritik von Heinrich Klotz würden Architekturfotos, die das Ephemere einbeziehen, jedenfalls die Bauten so zeigen, wie man zumindest sie einmal gesehen hat oder gelegentlich sehen kann. Der Betrachter hätte dann durchaus die Möglichkeit aus einem Foto, dass man auch einen Schnappschuss des Gebäudes nennen könnte, in seiner Fantasie das weitere Zeitgeschehen entstehen zu lassen. Bekanntlich gelingt das am besten, wenn man im Foto einen entscheidenden Augenblick festhält. Lessing hat ja in dem Streit um den Satz ut pictura poiesis, also so wie das Gemälde soll die Poesie sein, also er hat durch den Satz ut pictura poiesis in seiner Schrift Laocoon darauf hingewiesen, dass die Werke bildender Kunst, die eher geeignet sind, räumliche Verhältnisse darzustellen, das Zeitliche genau dann integrieren können, wenn sie ein Geschehen darstellen, in dem Augenblick, in dem es quasi auf der Kippe steht. Das nennt er den entscheidenden Augenblick. Also dadurch kann man die Bewegung
im statischen Bild bringen, dass man also diesen entscheidenden Augenblick wählt. Das gilt auch für Architekturfotos. Die werden beispielsweise die szenische Erfahrung, die ein Besucher eines Gebäudes macht, am besten vermitteln, wenn sie das Gebäude selbst als eine Szene zeigen, in dem Leben geschieht. Man könnte sagen, dass der Fotograf ein Gebäude oder ein Ensemble von Gebäuden mit den Augen eines Bühnenbildners sehen sollte. Dann spielen Lichteinfall, die Farbe des Lichts, die Tages- und Jahreszeiten, aber auch die Materialien in ihrer synästhetischen Qualität eine Rolle. Und dann wird man sich auch fragen, welche charakteristischen Szenen von Leben ein Gebäude ermöglicht. Dann wird beispielsweise es nicht mehr darauf ankommen, ein Gebäude in seiner genauen Kontur darzustellen, sondern vielmehr einen Eindruck von seinem mächtigen Dastehen zu vermitteln. Es wird nicht darauf ankommen, einen optimalen Lichteinfall abzuwarten oder künstlich zu erzeugen, sondern vielmehr darzustellen, wie im Spiel des zufälligen Lichtes ein Gebäude erscheint. Es wird schließlich nicht darauf ankommen, das Gebäude möglichst präzise und vollständig zu sehen, sondern es vielmehr als Bedingungen der Raumerfahrung spüren zu lassen, die man in ihm oder in seiner Umgebung hat. Ein Gebäude wird schließlich nicht vom Architekten am Ende ins Foto entlassen, sondern vielmehr als Element in einer Umgebung, in der es einen Aufenthalt gewährt. Diese Stimmung im Foto einzufangen, hieße die Atmosphäre zu vermitteln, die ein Architekt durch sein Gebäude erzeugt. So, ich danke Ihnen, wir haben es geschafft. Was nun? Wunderbar. Lieber Herr Würme, super. Dass wir das hingekriegt haben. Ja, schön. Herr Würme, wollen Sie mal probieren? Entschuldigung, Andreas, die Kamera mal anzumachen. Wollen wir das mal probieren? Herr Böhme, dass Sie die Kamera, den Video mal starten. Oh, klar, Moment, ich muss sie erst mal suchen. Die ist unten, ne? Unten links, genau. Damit wir sie mal sehen. Ja. Da steht Video starten. Ja, genau. That's it. Hat das gemacht? Nee, noch nicht, nee, aber macht nichts. Nee. Nochmal. Hallo. Aha, mein Video starten. Da oben. Und jetzt. Okay? Nein. Aber immer noch. Nee, aber wir haben das ja vorhin hingekriegt. Nochmal. Mein Video starten. Okay, vielleicht stimmt was mit der Kamera nicht oder so. Hauptsache, wir hören Sie. Das ist ja schon mal wichtig. Ach, okay. Oh ja. Vielleicht klappt es ja noch. Aber ich glaube, wir haben ein paar wesentliche Anregungen bekommen, um über das ganze Thema nachzudenken. Und es war eigentlich auch eine gute Idee, nochmal darüber nachzudenken, wie sich eigentlich die Fotografie zur Architektur verhält, weil man daran den Begriff des Atmosphärischen eigentlich ganz gut unterscheiden kann von dem, was das dreidimensionale Objekt vermag und was die zweidimensionale Repräsentation vermag. Ich habe gesehen, wir haben inzwischen schon ein paar Nachfragen. Die erste ist von Jaro. Und ich darf mal, weil ich nicht weiß, um wen es sich handelt, jo, das Wort. Das ist für dich. So, du darfst. Ja, ich wollte fragen, ob für Sie Architektur eher von innen nach außen oder von außen nach innen gedacht werden sollte, gerade in der Entwurfsarbeit. Naja, das kommt ja ein bisschen auf das Objekt an, nicht? Meine Architektur macht ja nicht nur Gebäude, sondern entwirft auch Plätze und so weiter, nicht? Also da würde ich auch schon sagen, dass also jedenfalls bei dem Gebäude, weil ja da im Wesentlichen die Architektur ja für Bewohner, nicht für Benutzer gemacht werden, man eigentlich von innen nach außen denken sollte. Das hat ja übrigens, das hat ja dieses Gropius-Zitat, das habe ich ja am Anfang gebracht, das hat ja Gropius selber schon formuliert, was für mich sehr erstaunlich ist. Weil natürlich sonst die ganze Bauhaus-Phase sehr stark aufs Bild abzielte. So,
Zufrieden mit der Antwort? Ja, danke. Kai Komano hat sich gemeldet mit einer interessanten Frage. Herr Komano? Hallo, ich höre noch nichts. Ja. Vielleicht doch vorlesen. Vielleicht möchte er das nicht. Kai? Okay, dann vielleicht vorlesen, Andreas? Ich komme gerade nicht da oben rein. Kannst du es vorlesen? Die Begriffe des Gefühls und der Atmosphäre sind meines Erachtens eng verwoben. Können Sie sich vorstellen, dass gewisse Architekturen kontrolliert gewisse Gefühle wie Angst oder Freude, Enge und Weite erzeugen können, sodass auch zum Beispiel eine psychotherapeutische Nutzung denkbar wäre? Ja, ja, absolut. Ich meine, natürlich ist es so, dass Gefühl und Atmosphäre nicht dasselbe sind, weil ja die Gefühle nach der Definition, die Atmosphäre nach der, in der Definition von Hermann Schmitz draußen sind. Ja, also man kann ja in eine Atmosphäre hineingeraten. Also das mit den Gefühlen kommt es eigentlich mehr dazu sagen, gerade wenn es um kollektive Erfahrungen handelt, ja, dass sozusagen bei einer Versammlung die Atmosphäre im Raum hängt und man geht da rein. Und das heißt, auf die Weise kommt man auch, bekommt man die Anmutung durch das Gefühl, was da herrscht in dem Raum. Also gut, also das ist der Unterschied von Gefühl und Atmosphäre. Und nun ist es so, dass allerdings Architektur sehr wohl eben Atmosphären produziert. Und das heißt also auch Suggestionen, wie man sich dort fühlen wird. Das kann sehr wohl bedrückend, auch beängstigend, aber auch erhebend sein. Ich habe zum Beispiel die gotischen Dome erwähnt, nicht, wo man einfach sozusagen nach oben gerissen wird. Also dieses Moment des Erhabenen, nicht, spielt dabei eine Rolle. Also die Architektur gestaltet durch das Bauen Atmosphären. Das heißt, sie gestaltet im Grunde Räume, die eine bestimmte Gefühlstönung haben. Gut. Gut. Man kann Sie jetzt auch sehen, Herr Böhme. Es hat geklappt. Okay. Hier kommt noch eine Frage von Marc. Ja, na gut. Ja, guten Tag, guten Abend. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, inwiefern Sie darauf antworten können, aber ich habe mir die Frage gestellt, zumal ja auch in einem Workshop, ich weiß nicht mehr, welcher es genau war, aber ging es auch darum, den Raum über eine VR-Brille, also eine Virtual Reality-Brille, darzustellen. Und Sie haben ja davon gesprochen, dass ein Foto lediglich die Begrenzung eines Raumes festhalten kann. Und meine Frage ist jetzt da, ob dasselbe für eine VR-Brille gilt, da sie ja auch eigentlich nur eine visuelle Suggestion ist. So, nochmal. Soll ich nochmal die Frage stellen, oder? Ich höre nichts. Ich habe das Video mal wieder ausgeschaltet. Ich glaube, das ist besser. Aber jetzt müsste es wieder gehen, Herr Böhme, oder? Oh. Jetzt kommt er wieder. Bitte weiter. Nochmal. Also okay. Okay, dann stelle ich die Frage nochmal. Also, Sie haben mir davon... Ja, ich höre ihn nicht, nein. Vielleicht nochmal, müssen wir nochmal. Ja, weiter. Okay, also Sie haben ja davon gesprochen, dass auf einem Foto lediglich die Begrenzung des Raumes festgehalten werden kann. Nicht der Raum an sich, sondern halt nur die Wände. Und meine Frage war jetzt, ob das genauso für eine virtuelle Realität gibt, wie über die VR-Brille suggeriert wird, da ja eigentlich auch nur die visuelle Suggestion eines Raumes erstellt wird und man ja
sich nicht tatsächlich in dem Raum befindet. Ob das dann mit der Atmosphäre, genau mit der Erfahrung genauso ist wie einem in einem echten Raum oder ob das vergleichbar ist mit dem Bild, mit einem Foto, wo nur die Begrenzungen festgehalten werden. Naja, also das mit den Begrenzungen habe ich Ihnen gesagt, dass in die Fotografie sich ja eigentlich auf Gegenständliches bezieht, nicht? Und die ins Bild bringen, das heißt, sind eigentlich Begrenzungen vom Raum. Andererseits ist es natürlich so, dass die Art der Gegenstände, zum Beispiel durch Bewegungssuggestionen von Linien, ein Raumgefühl erzeugen können. Aber ich muss sagen, diese Erfahrung mit der VR-Brille, die habe ich auch. Also hier gerade unser Fachbereich Architektur von der Fachhochschule hat eine Ausstellung zum Bauhaus gemacht, also ein Raum in solcher Inszenierung. Das ist ganz wahnsinnig. Ich meine, es ist so, dass man mit Brille manchmal noch stärker das Gefühl hat, in dem Raum zu sein, den man sieht, als in der Wirklichkeit. Also ich kann das jetzt nur nicht erklären, aber so war es nicht. Also ich gehe, ich sehe was und gehe auf eine Treppe zu, ja, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich meine Füße entsprechend stellen muss, um die Treppe zu gehen, obgleich ich in einem ganz flachen Raum in Wirklichkeit bin, nicht? Also dieses Darinsein ist durch diese VR-Brille sehr, sehr suggestiv. Okay, vielen Dank. Andreas. Ja? Da kommt noch eine Frage. Wo? Ja, Kai Kumano, der hatte noch eine erste Frage vor seine zweite. Vielleicht kann man das anschneiden. Ah, warte. Herr Kumano hat keine Kamera, deswegen müssen wir das vorlesen. Okay, warte, ich lese es vor. Moment, ich habe es gefunden. Frage zum Ende. Hermann Schmitz beschreibt in seinem System der Philosophie sowohl die japanische Teehütte, die Kirche und sogar den Augenschluss definitorisch als Wohnung, da diese je eine bestimmte Atmosphäre kultivieren. Wie stehen Sie zu diesem Wohnungsbegriff, der weit hinter Semper oder Wagner geht? Könnte man nicht auch inszenierte Landschaftsbilder in dieser Weise als Wohnung verstehen? Ja, schon. Es ist so, ich finde diese Formulierung von Schmitz auch etwas überzogen. Ich meine, man muss den Wohnbegriff nicht sozusagen zum Allumfassenden machen. Aber wenn man es abstrakter formuliert, das Darinsein, wissen Sie, das ernst zu nehmen, nicht? Denken Sie mal an die bei uns herrschende Landschaftsästhetik. Das ist eine Ästhetik des Bildes. Die ist ja seit Jahrhunderten durch Landschaftsmalerei geprägt und heutzutage verstärkt durch die Fotografie. Eine Landschaft ist für uns ein Anblick, ja. Aber man kann ja auch in der Landschaft sein. Und das interessiert mich, ja. Also wie fühle ich mich in einer Landschaft? Und da ist die Landschaft ja um einen ganz herum. Also das Darinsein. Und wenn Schmitz das gleich wohnen nennt, finde ich das sehr stark. Aber ich glaube, der Sache nach, wie das stimmen wir da überein. Okay, vielen Dank. Gut. Weitere Frage von Jia Wen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Vielleicht möchtest du oder sie das selber fragen. Jan Wen Ada. Okay. Okay, dann lese ich es vor. Was halten Sie für die heutige Visualisierung der Architektur? Also was halten Sie von der heutigen Visualisierung der Architektur quasi Rendering? Weiß ich nicht, was Sie damit meinen. Ich auch nicht, genau, ehrlich gesagt. Andreas, weißt du, was das... Bitte erklären. Ja, es geht natürlich um die Erzeugung von atmosphärischen Ansichten von Entwürfen, die eigentlich eingesetzt werden, um Bauherren davon zu überzeugen, dass sie mit den ansonsten in 2D oder in Modelldarstellung ausgeschöpften Möglichkeiten noch nicht richtig klarkommen. Und dafür gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren die Angewohnheit, sogenannte Renderings zu machen. Da gibt es ja... Aha, das ist ja, was ich Animation genannt habe. Ne? Ja, genau. Mhm. Genau.
Ah, da kam jetzt auch noch eine Erklärung hinterher. Soll ich die nochmal vorlesen? Bitte. Da die Rendering-Technik ist schon so weit entwickelt, manchmal Leute kann gar nicht von den ersten Blick, also auf den ersten Blick erkennen, ob ein Bild Rendering oder Foto ist. Genau, das ist, glaube ich, das Beispiel The Whale Norway. Es ist auch sehr üblich, dass man beim Rendering schon am Anfang an einen bestimmten Stil oder eine Darstellungsstrategie festlegt, damit das fertige Bild eine Atmosphäre auswirken kann. Ja, da erzeugt man wahrscheinlich vorab die Atmosphäre und folgt dem in der Ausführung dann nach Möglichkeit durch die Material- und Raumeinsatz. Ja, aber auch natürlich, dass man sich sozusagen in dem geplanten Gebäude bereits bewegen kann, nicht? Also das ist ja, geht ja in Richtung VR-Brille. Und ich kann das nur gut verstehen, dass man also zu Werbungszwecken und wenn es um einen Auftrag geht, sowas inzwischen einsetzt. Das ist nur gut, nicht? Also das ist keine Sache der Ästhetik, sondern ich würde sagen des Marketing, ne? Ja. Maxim Jurin und Fenja Essmann haben noch eine Frage. Ja, können sich vielleicht mal zuschalten, oder? Das wäre auch irgendwie ganz nett, damit wir euch mal sehen, wenn ihr eine Frage stellt. Ah, ja, danke. Für uns ist das in Ordnung, glaube ich. Ist das in Ordnung? Okay. ich kann meine Frage mal vorlesen. Ich wollte fragen, welchen Einfluss nimmt Ihrer Meinung nach die Proportion einer Fotografie auf die Wahrnehmung der Proportionen der fotografierten Architektur? Und wenn ja, gibt es einen Weg, den Charakter der Architektur in einem bestimmten Format darzustellen, so wie er auch im echten Leben ist? Oh, was für eine Frage. Also ich finde diese Frage sehr, sehr wichtig. Das ist auch einer meiner Kritikpunkte, dass man eben, also zum Beispiel im Kunstunterricht beziehungsweise auch in Vorträgen über Werke der Kunst im Grunde eigentlich nur mit der Image, nicht mit dem Tableau zu tun hat. Das heißt also, man hat, wenn man über ein Bild spricht, nicht mit dem Bildgegenstand zu tun, sondern nur mit dem, was da drauf ist. Und dann kommt es gar nicht so drauf an, wie groß das ist. Denn in Wirklichkeit natürlich die Größe des Bildes für die Erfahrung des Bildes ganz außerordentlich wichtig ist. Also das ist ja vor allem beim Abstrakten. Also ich denke hier an Barnett Newman, dessen nennt man den abstrakten. Also gut, ja, aber Sie wissen, da ist es so, dass es außerordentlich wichtig ist, wie groß das Bild ist und wie man sozusagen sich dazu positioniert und auch die Frage, wie nah soll man rangehen oder wie fern. Da ist ja auch die Frage, die leibliche Wirkung des Bildes auf den Betrachter sehr unterschiedlich. Nicht? Roscoe zum Beispiel, der hat das ja explizit formuliert, dass man nicht von zu weit weggehen soll von seinen Bildern, dadurch werden sie ja kleiner, nicht perspektivisch kleiner, sondern er möchte, dass man sozusagen durch den Bildgegenstand leiblich berührt wird. Und also das trifft natürlich bei der Architektur auch völlig zu, aber die Gebäude der Architektur sind so groß, da kann man nicht Bilder machen, sozusagen in 1:1 Format. Das geht nicht. Herr Böhme, Sie kennen doch auch die Fotos von der Hutfabrik in Luckenwalde von Mendelssohn. Ich glaube nicht. Nee? Doch, es könnte sein, aber ich erinnere mich. Moment. Ganz spezifisch, das sind ja so komische Hutaufbauten da oben drauf, die tatsächlich auch der Funktion dieser Fabrik halbwegs entsprechen. Und die sind für Wasmuths Monatshefte der Baukunst so fotografiert worden, oder Mendelssohn hat sie so fotografieren lassen, dass die immer aus so einer Unterperspektive aufgenommen sind. Und man sieht die dann in fantastischen Schwarz-Weiß-Bildern, wie riesige Monumente über einem aufragen. Und man fragt sich eigentlich dann tatsächlich, wenn man die in Wirklichkeit gesehen hat, und die sind eigentlich winzig und haben da überhaupt nicht diesen riesigen Eindruck, den die machen, wie hat eigentlich der Fotograf, oder ich glaube, es war ein Fotograf, wie hat er das hingekriegt, diese Überdimensionierung dieser Baukörper hinzukriegen?
Das ist eigentlich so ein Kasus, an dem ganz deutlich wird, wie sehr Fotografie genau diese Maßstäblichkeit plötzlich verzerren kann und aus diesen eigentlich relativ kleinen Fabrikanlagen plötzlich Monumente der Architektur werden. Ja, da haben Sie recht. Ich meine, noch bis vor kurzem war das ja auch einigermaßen eine Frage des geschickten Aufnehmens, aber jetzt kann man ja das auch am Computer noch manipulieren, nicht? Dazu. Also Fotobearbeitung. Das ist also, dass das gelingt, ist eigentlich nicht das Problem, bloß ist die Frage, welche Bedeutung haben diese Arten von Anblicken? Aber ich meine, dass die auch zu unserem Spektrum unseres Sehfeldes gehören, das wissen wir ja schließlich im Grunde nicht. Also neulich halt bei einem Spaziergang habe ich mich mal einfach nicht auf die Parkbank gesetzt, sondern gelegt, nicht? Da habe ich den Baum auch ganz anders gesehen, ja? Als wie man ihn sonst sieht, nicht? Ja. Ja, klar. Es gibt noch weitere Fragen. Dankeschön, Herr Böhme. Wissen, ja, möchtest du die Frage selber stellen, Lev? Lev spricht noch nicht. Nicht zu uns. Wie wirkt sich das Überwiegen der Fotografie auf die Inspiration oder Recherche aus? Ganz klar ist mir die Frage noch nicht. Also wissen Sie, ich habe ja auch schon darüber gesprochen, dass ein Architekt sehr wohl ein Gebäude entwerfen kann im Blick auf das zukünftige Foto, nicht? Und das ist halt so, wegen der, sagen wir mal, weil Architektur eben auch ein Unternehmen ist und man damit Geld verdienen muss, ist das eine natürliche Sichtweise, nicht? Aber es ist natürlich nicht die Art und Weise, wie nachher der Benutzer das Ganze erlebt. Und das finde ich schon ganz wichtig, dass man diese Korrektur dann reinbringt und sich auch einfach dessen bewusst ist, nicht? Aber es gibt natürlich auch sehr schöne Produkte der neuesten Architektur, die schon daraufhin gemacht sind, wie sich ein Besucher in dieser Szenerie dann fühlen wird. Sie kennen bestimmt auch die schöne Geschichte von Marcel Breuer, dessen Leibfotograf ja der von Ihnen erwähnte Julius Schulman gewesen ist. Und der hat bei einem, also Marcel Breuer hat bei einem seiner Landhäuser die aus Holz bestehenden Stützen der Portikus eigens silbern anmalen lassen, damit die einen metallenen Eindruck machen. Gesagt, ja. Morgen kommt der Fotograf, da müssen die Dinger richtig aussehen. Finde ich gute Anekdote, sehr gut, danke. Ja. Ja, schade, dass wir nicht jetzt wirklich leibig zusammensitzen. Ja, das wäre viel lustiger. Und so unterschiedlichen Environments uns begegnen. Ich sehe ja bei Ihnen auch, ich habe das Gefühl, ich gucke auch in Ihren Flur hinein. Ja, es ist von Eiermann, der Flur. Aha, am Edel. Häuser im Odenwald. Aha. Wir haben aber noch eine Frage, wollen wir die noch machen? Philipp Valente, vielleicht kann er die selbst stellen. Ja. Philipp, gib alles. Hallo, leider geht mein Video leider nicht. Nein, ist egal. Und zwar habe ich eine Frage, Herr Böhm. Die Atmosphäre entsteht ja aus einem Zusammenspiel von verschiedenen Wahrnehmungen im Raum. Also Proportion, Licht, Geruch etc. Meine Frage ist, wo wir diese Atmosphäre verorten können. Also haftet sie an den Objekten an? Oder bewegt sie sich frei im Raum wie eine Form von Aura, von der wir reden können? Und vor allem, welche Beziehung nimmt unser subjektives Empfinden gegenüber dieser Form nochmal an? Also die Atmosphäre ist in jedem Fall ein Raumphänomen, nicht? Man kann Atmosphäre ja auch als getönten Raum bezeichnen oder gestimmten Raum, wie das Frau Ströger gemacht hat. Oder Tune Space, nicht? Also die Atmosphäre ist jedenfalls immer was Räumliches. Allerdings ist das nicht dann der geometrische Raum, sondern der leibliche Raum. Also den Raum, in dem man lebt und den man spürt. Und nun zurück zu Ihrer Frage. Wenn Sie von den verschiedenen Sinnen reden, würde ich nicht sagen,
dass die Architektur, Entschuldigung, die Atmosphärenwahrnehmung gewissermaßen diese verschiedenen Sinneswahrnehmungen integriert, sondern umgekehrt. Also die atmosphärische Wahrnehmung ist die elementare. Diese Fünf-Sinnen-Theorie, die kommt ja erst durch Analyse überhaupt zustande. Was man wirklich erfährt, ist gerade das Ganzheitliche. Sie machen eine Tür auf, gehen in einen Saal hinein. Da ja, nehmen Sie doch nicht erst mal Licht, Ton, architektonische Linien und so weiter vor, sondern Sie haben sofort einen Eindruck. Ja? Also das Ganzheitliche ist das Erste. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Ästhetik, allgemeine Wahrnehmungslehre. Und da fange ich nicht mit dem Sehen des Gegenstandes an oder dem Hören des Tones, sondern das ganze Buch fängt an mit der Wahrnehmung von Atmosphären und erst allmählich durch die Analyse komme ich dann zu den einzelnen Sinnen. Das ist phänomenologisch jedenfalls die Richtung. Ich will nochmal ein Statement von M1KA1 vorlesen. Ich liebe Architektur. Im Chat. Lukas Württemberger hat eine Frage. Lukas, du stellst sie bestimmt selber. Ach so, das ist mir bewusst, hätten Sie auch vorlesen können. Ja, ich fand die Antwort auf die Frage, wie wirkt sich das Überwiegen der Fotografie auf die Recherche und die Inspiration aus? Und Herr Böhmer, da hatten Sie geantwortet, dass das natürlich als Marketing verwendet werden muss und dass man auch sein Brot damit verdienen muss und demnach das auf jeden Fall eine gewisse Rechtfertigung hat. Ja, natürlich, ja. Und ich habe dazu jetzt noch eine Frage, die bezieht sich auch ein bisschen auf den ganzen Vortrag. Ist durch eine größere Anzahl an Blickwinkeln von Renderings, Animationen, wie man es doch immer nennen will, die Zugänglichkeit der Atmosphäre erreichbarer oder wird das Bild des Raumes und der Atmosphäre dadurch mehr verzerrt? Sie haben jetzt relativ viele einzelne, sehr prägnante, starke Bilder gezeigt, die die Atmosphäre wiedergeben. Und es lässt sich ja fragen, wenn man mehrere Blickwinkel von einem architektonischen Werk aufnimmt, könnte man ja die Zugänglichkeit erweitern. Aber ja, absolut, natürlich. Ich meine, das bleibt aber immer ein bisschen ein Behelfsmittel. Ich sage ja, die eigentlich entscheidende Wahrnehmung von Architektur ist leibliche Anwesenheit. Ja. Man muss da sein, ja. Und natürlich, wir können nicht bei jedem Gebäude, was einen interessiert, jetzt um die Welt fahren und jetzt schon mal gar nicht, nicht? Das heißt, es gibt also, das Bild hilft uns dafür, und da haben Sie ganz recht, dann natürlich möglichst viele, aber eventuell auch bewegte Bilder, nicht? Also Videos. Ja, oder eben einzelne mit extrem starken Aussagekräften, beispielsweise das Bild von den Twin Towers, das Sie gezeigt haben, ja. Und die Beschreibung, auch das Schwammige, was dahinter oder beziehungsweise auch davor liegt, ist ja schon sehr, sehr aussagekräftig. Und dies trifft in diesem Fall gut in der Retrospektive eben sehr genau die Haltung und die Ausstrahlung des Gebäudes. Also könnte man auch sagen, dass man eher atmosphärisch ein bisschen von der Präzision der Darstellung abweicht und sich mehr auf die Atmosphäre und das, was es transportieren soll, bezieht, weil man eben gar nicht in der Lage ist, die vollkommene Wahrnehmung durch ein zweidimensionales Medium darzustellen. Ja, also haben Sie ganz recht. Ich meine, im Moment fotografiere ich nicht, aber ich habe natürlich früher auch ganze Serien gemacht. Und da muss ich so sagen, die liefen immer darauf hinaus, dass ich sozusagen gegen die Technik gearbeitet habe, nicht? Ja. Systematisch unscharfe Bilder oder unterbelichtete Bilder und so weiter. Ich habe eine ganze Serie über Dämmerung gemacht. Wie kann man die Dämmerung aufnehmen? Die Dämmerung widerspricht ja eigentlich der Technik der Fotografie, nicht? Und so ist das halt so. Also in der Richtung muss man arbeiten. Und natürlich ist also dieses Bild von Sugimoto mit dieser wunderbaren Unschärfe, die widerspricht natürlich eigentlich der Fotografie, nicht? Wenn du die modernen Apparate einfach sich selbst überlässt und bedienst der Automatik, die zielen immer darauf, alles irgendwie ganz scharf hinzukriegen. Aber genau das wollen wir ja gar nicht. Das ist ja gar nicht die Fragestellung an dieser Stelle. Ja, genau. Wie stelle ich Architektur dar? Weil fotografieren kann man alles. Da kann man auch, wie stelle ich Natur dar? Kann man ja alles fragen dann. Ja, ja. Okay. Also Sie sehen, das ist sozusagen eine oblique, eine schräge Kunst,
sich auch durch Fotografieren an das Atmosphärische heranzutasten. Sehr sensibel bisschen, in dem Fall, ja. Ja, ein bisschen sind wir darauf angewiesen, weil man ja nicht, also ich sage ja, gerade die moderne interessante Architektur, die ist ja über die ganze Welt verbreitet, da kann man nicht überall hinfahren. Aber es ist vielleicht dann doch wichtig, dass man bei einem bestimmten Architekten, der einen interessiert, dass man wenigstens sozusagen ein Beispiel Erfahrung hat an einem konkreten Ding. Nicht? Also das ist ganz gut. Also jetzt mal eins habe ich ja empfohlen, was ja leicht erreichbar ist, von dem Nouvelle in Luzern. Das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie durch die Linienführung der Architektur gewissermaßen Raumerfahrung geschaffen wird. Ganz, ganz toll. Also das erreicht man ja leicht mal kurz, wenn man in Luzern umsteigt, kann man kurz rausgehen, ist ja direkt beim Bahnhof. Also solche Sachen. Oder ich meine zum Beispiel das Musée Feuilleton in Paris, in Bordeaux-Boulogne, ja, also, oder Association Feuilleton, ist eigentlich diese Taschenfirma, aber die haben ein wahnsinnig tolles Gebäude in diesen Boulogne-Park reingemacht, das gewissermaßen ein Ensemble von Segeln oder Zelten ist. Ja. Und das Tolle ist, da unter diesen Zelten kann man überall umhergehen, ja, also unter diesen Segeln. Also die einzigen funktionalen Gebäude sind ganz normal unten drunter viereckig Kästen. Aber darüber spannt sich sozusagen, ein Wald ist vielleicht falsch, aber vielleicht eine Takelage von Zelten, unter denen man oben auf dem Dach umhergehen kann. Und Paris ist ja auch nicht so weit. Also das sollte man sich anwenden. Erfahren, nicht ansehen, nicht nur. Hallo? Ja, habe ich verstanden. Ja, vielen Dank. Niklas Schmitz hat sich nochmal gemeldet und möchte eine Frage stellen. Genau, ich habe, man sieht mich, ne? Ja, genau, ich hätte noch die Frage, was mir immer wieder, oder gerade bei den großen Architekten merkt man es oft, kann das auch teilweise sein, dass man für ein Bild entwirft. Also jetzt gerade Beispiel die Werksfeuerwehr Vitra von Zaha Hadid, wo man dann im Nachgang festgestellt hat, okay, es ist für den Nutzen gar nicht so konzipiert und man muss vielleicht doch noch was Neues, ein neues Gebäude bauen. Kann das so im Sinne des Architekten sein, zu sagen, man baut Bilder für ein gutes Bild oder als ja, Anführungszeichen Kunstwerk und nicht mehr wirklich im Ursprung der Architektur? Ja, also das ist richtig, gerade bei den ja mal in diesem Zusammenhang interessanten Werken der modernen Architektur hat man manchmal das Gefühl, die vergessen ein bisschen die Funktionalität, nicht? Das ist mal zum Beispiel das Berliner Liebeskindmuseum, also es ist völlig ungeeignet eigentlich als Museum, ja? Die sagen wir, architektonische Struktur als solche ist so dominant, beziehungsweise sie ist auch so wichtig, nicht? Also ich habe das ja noch gesehen, ein Jahr lang stand das ja leer, da habe ich es leer gesehen, ja, und da habe ich gesagt, so, ich sehe, was das eigentlich für ein architektonisches Werk ist, meisterhaft. Aber als es dann vollgestellt wurde mit allen möglichen Utensilien aus dem jüdischen Leben, dann verschwindet oder geht eigentlich dieser Raumeindruck, den die Architektur schafft, verloren. Also da, sie weisen wirklich auf einen Punkt hin, dass dort, gerade wenn die Architektur besonders stark wird, in unserer Zeit sie ihre Funktionalität verlieren könnte. Ja, aber gut, also Hadid ist, weiß ich, hat ja auch Skischanzen gebaut und die funktionieren sogar. Innsbruck, eine Talstation für die Bergbahn. Also das ist schon faszinierend. Also in die beiden Beispiele, die ich genannt habe, da ist es sozusagen funktional nicht schwieriger. Mhm. Nee, es geht ja ums Generelle. Also es ist ja nicht an die Architektin an sich, sondern gewisse Bauten
sind ja wirklich so konzipiert, dass sie eigentlich nur schön aussehen, aber funktional nicht wirklich funktionieren. Also da gibt es ja schon noch ein, zwei, drei Beispiele mehr. Meine Frage ist nur, woran liegt das? Also sagt man wirklich, man baut, um ein schönes Gesamtbild zu erzielen, oder sollte man nicht vielleicht sagen, man baut eigentlich wirklich, um das Funktionale in den Vordergrund zu stellen? Ja, bitte, Bauhaus hat das ja sozusagen zum Programm gemacht, nicht? Form follows Function, das heißt also, da war eigentlich das Funktionale entscheidend und die Form hatte sich dem zu fügen. Und natürlich ist es so, dass auch vor allem durch die neuen Baumaterialien, es ist ja faszinierend, nicht? Und vor allem durch die Möglichkeit, sagen wir mal, das Baumechanische mit Computer zu rechnen, nicht? Da kann man die tollsten Formen produzieren und das ist ja auch schön, nicht? Aber da haben sie natürlich jetzt die Formulierung ein bisschen zu kurz gemacht, weil sie gesagt haben, bloß auf den Anblick. Das ist ja nicht wahr. Es ist eben zum Teil einfach auch für das Raumgefühl, was man durch diese Architektur gewinnt, was diese Gebäude einem vermitteln. Also ich hatte das Beispiel Liebeskind, Jüdische Museum in Berlin genannt. Aber es gibt dafür eben auch, das ist von Giri da in Bodeböland, dieses Python-Gebäude. Ja. Okay. Na? Ja. Ich glaube, jetzt sind wir fast durch. Keine neuen Fragen. Ich richte noch mal an das zahlreiche Publikum die Bitte, noch Fragen zu äußern, wenn noch welche sind. Noch können Sie und könnt ihr Gernot Böhme befragen. Noch ist er da. Wie? Virtuell. Virtuell. Aber dafür waren wir relativ live, muss man sagen. Ne? Ja, ich bin doch zufrieden, dass es letzten Endes geklappt hat. Da unten steht jetzt bei mir, mein Video starten. Was soll denn das jetzt? Ich habe es nochmal angefordert. Vielleicht können wir Sie zum Schluss noch einmal alle sehen. Genau. Das wäre doch schön. Also es kommt jetzt keine Fragen mehr. Von daher jetzt, okay. Kann ich einfach nur sagen, lieber Gernot, ganz herzlichen Dank für Ihren sehr schönen Vortrag. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einführung in unseren diessemestrigen Architectural Tuesday. Toll, dass das geklappt hat mit dem Computer und dem Zoom-Kongress sozusagen. Ganz herzlichen Dank an alle, die sich eingeschaltet und mitgemacht haben. Schön, dass das auch mit vielen Fragen geklappt hat. Das war, glaube ich, eine relativ lebendige Session, die wir heute erleben durften. Es waren auch sehr, sehr viele Leute da. Hätte ich gar nicht gedacht. Es ist ja immer so eine Frage, wie das funktioniert. Und ich hoffe, dass die vielen Anregungen, die Sie uns gegeben haben, auch über das Verhältnis von Architektur zur Fotografie und von Fotografie zu Raum, auf fruchtbaren Boden fallen. Das heißt, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass uns das wieder weiterhilft, weil das ist ja so eins der grundsätzlichen Anliegen bei dem, was wir machen und was wir in der Lehre versuchen auch zu vermitteln. Weil nur Räume auf dem Computerweg zu zeichnen, reicht mitunter nicht aus, sondern man muss sich auch ihrer unterschiedlichen Wirkung sehr bewusst sein. Und dazu müssen natürlich diese unterschiedlichen Elemente wie Geruch und Licht und Farbe und Proportion und die anderen Menschen und zu guter Letzt auch so vielleicht sogar der Geschmack dahin zutreten, die dann hinterher etwas wie Atmosphäre im Raum ausmachen. Deswegen sind wir gespannt auf unsere nächsten Vorträge, die das dann etwas ein Beispiel übertragen sollen. Ich weiß gar nicht, wer als Nächster kommt. Ach, als Nächster ist Jorun Rangers dort hier vom Büro, also die Partnerin von Arno Lederer in Stuttgart. Eine fantastische Architektin und ihr kennt wahrscheinlich die ein oder andere Arbeit von Lederer und Rangers dort hier und Öy. Wirklich eines der großen Büros Deutschlands in unserer Zeit, glaube ich, die sich auch insbesondere gerade um die Materialität von Gebäuden sehr verdient gemacht haben. Neben der Räumlichkeit, die sie perfekt beherrschen, sind aus dem Büro in den letzten 20, 25 Jahren Innovationen entstanden, die ihresgleichen suchen, glaube ich, in der deutschen Architektur. Beim nächsten Mal ist also
Jorun Ragnarsdottir, die Isländerin bei uns zu Gast, und sie spricht dann über Material und Architektur am Beispiel eines Projekts, das sie selber kuratiert hat. Ganz herzlichen Dank euch allen, dass ihr mit dabei wart. Ganz herzlichen Dank nochmal an Gernot Böhme für den wunderschönen Abend. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns waren und hoffen, dass wir Sie bald wiedersehen. Insofern allen tschüss. Naja, also ich bedanke mich auch sehr herzlich. Sie merken ja, dass ich eigentlich von Architektur fasziniert bin. Ich bin ein Philosoph, aber ich habe immer offene Augen und ein Gefühl für richtig gute Architektur, dass sie mir irgendwie mitteilt, wie ich mich eventuell in die kommenden Vorträge einklinken kann. Ja. Vielen Dank. Und ganz herzlichen Dank. Ja, bitte. Habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Wann ist der nächste Termin, Sabine? Nächste Woche. Danke, danke. Nächste Woche. 19 Uhr. Jorun Ragnarsdottir. Okay. Keep online. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss, Herr Böhme. Ciao. Ciao, Herr Denk. Vielen Dank, Frau Schmidt. Ja, Ihnen auch. Danke, wenn der andere losgeht, damit ich eventuell mitmachen kann. Okay? Okay, alles klar. Ich kriege hier noch so Nachrichten. Danke, Herr Böhme, sehr interessanter Vortrag. Vielen Dank, Herr Böhme. Ich bin ein Fan von Ihrer Literatur und so weiter. Tschüss. Kann ich noch mal ganz kurz eine Frage stellen? Bestimmt. Okay. Ja, Frau Schmidt, Ihnen auch vielen Dank.